Natürlich eine interessante Heimkehr sozusagen, Rückkehr zu deinem alten Club, 2:2, kurzes Resümee von dir. Ja, ich glaube, spielerisch war es heute in Ordnung, die eine oder andere Chance haben wir halt leider liegen lassen, aber ja, der Gegner hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch zwei sehr gute Umschalter gehabt und haben ein bisschen Glück gehabt, aber ja, im Endeffekt müssen wir das Spiel trotzdem gewinnen. Ja, bei dir war es zweimal ganz, ganz eng, einmal auf der Linie gerettet worden, einmal, glaube ich, Innenstange. Wie hast du die Situation gesehen? Kannst du dir was vorwerfen? Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, ich kann beide machen. Das müssen zwar da sein und ja, kann es jetzt nicht mehr ändern, aber ja, hoffen wir es, dass es das nächste Mal einfach besser wird, weil jetzt wird es dann schon langsam eng. Letzter Satz, heute das letzte Spiel unter Steffen Hofmann, in Zukunft mit dem Ferdinand Feldhofer. Wie war es mit Steffen und was erwartest du vom neuen Trainer in der Zusammenarbeit? Ja, also ich glaube, mit Steffen weiß man, dass er in Rapid sicher eine Legende ist und habe mich gefreut, dass ich ihn als Trainer haben dürfen, weil er hat schon einiges erlebt, glaube ich, und ja, vom menschlichen gesehen her und auch vom Trainertypen her. Ein super Trainer und super Mensch und ja, natürlich freue ich mich jetzt auch auf die neue Zusammenarbeit und ja, wie gesagt, den Steffen als Guter für die Zukunft und natürlich hoffentlich, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer sehr, sehr gut funktioniert. Danke dir, Berlin. Steffen, kurzes Resümee, 2:2 hier in Ried, immer ein schweres Pflaster, wird wahrscheinlich gemischte Gefühle sein. Ja, glaube, wir haben uns in Ried oft sehr, sehr schwer getan, das schon seit Jahren. Ich glaube, heute haben wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, hätten unsere Chancen natürlich besser nutzen müssen und dann hätten wir das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen. Aber so ist der Fußball, wenn man die Chancen nicht reinhaut, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man mit vielen Dingen, die da heute passiert sind, schon zufrieden sein. Und so weiter geht die Entwicklung für die Mannschaft, diese angestrebten Top 6? Ja, ich glaube, dass das kein Problem wird. Wenn man so weiterarbeitet, wenn die Jungs so dranbleiben, wie sie das jetzt waren und weiter den Glauben an sich haben, dann werden die Top 6 kein Problem werden. Für dich war es jetzt das letzte Spiel, noch drei Partien, ein Sieg, eine Niederlage gegen eine Weltklasse-Mannschaft, ein Remis hier in Ried. Kurzes Resümee, ein bisschen Wehmut dabei? Oder? Ja, schon. Also es hat dann schon Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten und wünsche dem Pferdl natürlich alles Gute. Wer ihm so gut es geht, unterstützen, die Daumen drücken und wenn er Fragen hat, weiß er, hey, kann er immer kommen. Aber ja, hoffe, dass er eine erfolgreiche Arbeit leistet und Rapid wieder dorthin bringt, wo wir sein wollen. Vielen Dank.